war jetzt eigentlich gerade der Workshop, den wir gemacht haben, der also wirklich ein Workshop im wahrsten Sinne des Wortes war, wo die Zuhörenden mit einbezogen wurden und man nicht nur gesessen hat, sondern wir haben also wirklich miteinander gesprochen. Und ich finde, Gespräch ist eigentlich das, wofür ich hierher gekommen bin. Ich habe vor allen Dingen sehr viele tolle Praxisbeispiele gesehen. Das Thema Ressourceneffizienz und Digitalisierung und additive Fertigung, das waren so die Schwerpunkte, die wir hatten. Die sind hier also toll präsentiert und der Austausch ist prima. Das Kernstichwort ist Vernetzung. Wir wollen die Leute zusammenbringen, wir wollen mit den Leuten in Diskussion kommen, wir wollen lernen voneinander und neue Wege miteinander beschreiten. Ich finde die Peers-Länderkonferenzen immer super zum Networking. Es ist halt total toll, die einzelnen Unternehmen mal ein bisschen kennenzulernen, was die eigentlich machen, die Vielfältigkeit zu sehen. Ist es so, dass Wissenschaft, Forschung dabei ist, dass natürlich die Verwaltung, die Umweltministerien, die Wirtschaftsministerien da sind, dass aber auch der ganze Beratungssektor dabei ist, aber auch Unternehmen. Und dieser Kontakt, der ist total wichtig. Wir brauchen im Prinzip diese Praxisbeispiele immer wieder, um auch zu beweisen, dass Ressourceneffizienz möglich ist, dass da Riesenpotenziale drin stecken. Die Kontinuität dieser Länderkonferenz zeigt zum 7. Mal, dass dies Sinn macht. Was ich hier an Inspiration mitgenommen habe, was andere Bundesländer machen, was andere Kommunen anbieten, auch die Best Practice-Beispiele, also das war sehr, sehr fruchtbar. Ich habe sehr viele interessante Kontakte mitgenommen, auch viele Informationen, die ich auf anderen Ressourceneffizienzveranstaltungen noch nicht gehört habe. Das ist jetzt meine dritte Pius-Länder-Konferenz und das Tolle ist, man trifft alle, die mit dem Thema Ressourceneffizienz in den 4 Bundesländern, vor allem Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, aber auch die Kollegen aus Berlin sind mit an Bord und mittlerweile hat das Ressourceneffizienzthema an Fahrt gewonnen.